Wir treffen uns heute mit Günther Jekeli, um über Ihre Studie zu sprechen. Worum ging es bei der Studie und was war der Anlass dafür? Ja, danke für die Einladung. Wir haben, das war vor anderthalb Jahren, da haben sehr viele jüdische Organisationen und Vertreterinnen und Vertreter jüdischer Gemeinden Besorgnis geäußert, dass es einen steigenden Antisemitismus gibt und dass ein Teil davon auch eventuell in den Geflüchteten sein könnte, die aus Ländern kommen, in denen Antisemitismus sehr weit verbreitet ist, zum Bildungssystem dazugehört eigentlich. Und steht natürlich die Frage im Raum, wird das zum Problem oder was bringen denn Menschen aus Syrien, Irak, auch Afghanistan, was bringen die für Einstellungen, Vorstellungen mit und dann insbesondere auch zu Jüdinnen und Juden. Und das war unsere Fragestellung dann. Und die haben wir etwas ausgeweitet, wir wollten auch wissen, wie sie sich überhaupt einleben in Deutschland, was für Probleme sie haben, was für Sorgen sie haben und auch zu was sie wissen über die deutsche Geschichte, insbesondere auch zur Shoah, was für Einstellungen sie auch haben, nicht nur zu Jüdinnen und Juden, auch zu Israel. Und das waren für uns alles sehr spannende Fragen. Und dann haben wir relativ schnell eine erste Welle von Interviews gemacht, Gruppeninterviews, in denen wir auch Dynamiken beobachten konnten innerhalb der Gruppen, verschiedenen Gruppen. Und haben dann jetzt im letzten Sommer nochmal in einer zweiten Welle Einzelinterviews gemacht. Und welche expliziten Einstellungen gegenüber Jüdinnen und Juden bzw. dem Judentum konnten Sie feststellen? Wie man vermuten konnte, waren bestimmte Stereotype, vor allem abwertende Stereotype über Jüdinnen und Juden vorhanden, wie sich auch in Umfragen in den einzelnen Ländern wie Syrien und im Irak zeigt. Das heißt, die Leute, viele von denen bringen diese Einstellung mit, weil sie das auch in dem gesellschaftlichen Kontext, in dem sie groß geworden sind, auch gar nicht anders kennen oft. Also Antisemitismus ist tatsächlich eine Norm in Syrien und im Irak und unter vielen der Geflüchteten auch, aber oft auch gebrochen. Das heißt, bei bestimmten Gruppen, insbesondere Minderheiten aus Syrien, beispielsweise Kurden, oder Jesiden ist das nicht immer, aber oft gebrochen, beziehungsweise ist auch ein Verständnis dafür da, dass der Anti-Israelismus, der Antisemitismus Teil der syrischen Staatsideologie ist, unter der sie auch zu leiden hatten. Das heißt, es ist auch eigentlich sehr verständlich, dass viele der Minderheiten nicht alle diese Stereotypen so übernehmen. Und wie verknüpfen sich dann explizite Einstellungen gegenüber Juden mit einem Bild von Israel? Ja, also die syrische Staatsideologie ist ja beruht auf der Baath-Partei, die in Syrien ja nach wie vor an der Macht ist. Die in Irak hat eine sehr ähnliche Geschichte, die Baath-Partei, die das Land sehr geprägt hat. Und die Baath-Partei hat von Anfang an eigentlich eine stark anti-israelische, aber auch anti-jüdische Position immer wieder bezogen. Und das lässt sich halt auch jetzt auch feststellen, immer noch als Auswirkung. Ja. Und inwiefern werden diese Einstellungen durch das Selbstverständnis als Araber oder Palästinenser oder Muslim begründet? Das ist teilweise kompliziert. Also es gibt ja in Syrien gibt's sehr viele Palästinenser, die sich als Palästinenser verstehen, die teilweise auch in Art Lagern leben, die aber in Syrien beispielsweise wesentlich mehr Rechte haben als im Libanon oder auch in Jordanien. Trotzdem fühlen die sich aber stärker auch noch mit dem Thema Nahostkonflikt Israel und Palästinenser
der Konflikt, da fühlen sie sich stärker mit emotional auch verbunden. Das ist bei denen, die nicht sich als palästinensisch verstehen, oft gar nicht so der Fall. Das heißt, die interessiert das Schicksal von Palästinensern weniger, als wir erwartet hatten. Also es ist sehr, man muss sehr genau hingucken, möchte ich damit sagen. Aber es ist ein Konsens, dass unter den allermeisten Geflüchteten aus Syrien und aus dem Irak, dass Israel prinzipiell abzulehnen ist und nicht nur einzelne Politik von Israel, sondern insgesamt als Staat, dass es Unrecht ist, dass dieser Staat überhaupt existiert. Das ist bei sehr vielen ein Konsens, was auch übrigens in einer anderen Studie festgestellt wurde, für den Expertenkreis von Sina Arnold und Jana König. Die hatten auch von einer Normalität des Anti-Israelismus da gesprochen, den sie feststellen konnten. Und das geht in den allermeisten Fällen einher mit negativen Einstellungen oder Anschuldigungen gegenüber Jüdinnen und Juden, wo vermutet wird, dass die mit diesem teuflischen Staat oder dämonisierten Staat unter einer Decke stecken, was ja auch im Antizionismus unter Nichtgeflüchteten sehr verbreitet ist, dass es eben nicht nur um Israel geht, sondern dass und das in dem Antizionismus schon oft, sehr oft antisemitische Stereotype verwendet werden, aber es geht dann auch direkt gegen Jüdinnen und Juden, weil die immer wieder beschuldigt werden, doch mit diesem Staat unter einer Decke zu stecken. Also das ist insgesamt weit verbreitet. Es lässt sich aber bei den Geflüchteten, lassen sich einzelne Brüche feststellen. Zum einen haben viele erfahren in dem Krieg jetzt in Syrien, dass das Bild der Propaganda von Israel, dass Israel selbst in diesem negativen Propagandabild besser ist als die Realität, was das syrische Regime macht oder der Islamische Staat. Das haben auch Einzelne so geäußert in den Interviews. Das heißt, es findet bei Einzelnen auch ein Umdenken statt, zu sehen, das ist, offensichtlich ist da etwas falsch dran, dass Israel der schlimmste Staat der Welt sei. Oder die schlimmste politische Einheit. Ein anderes, was zu Umbrüchen oder zu Brüchen führt, ist die Erfahrung, die einige gemacht haben. Ein Interviewpartner hat mir berichtet, dass sein Vater im Gefängnis war in Israel für 2 Jahre und da heil rausgekommen ist. Und das wäre in Syrien nicht so gewesen. Und er ist jetzt kein Freund von Israel, aber er teilt nicht mehr dieses dämonisierte Bild. Oder er hat mitbekommen, dass in der Grenzregion syrische Verletzte behandelt wurden in israelischen Krankenhäusern. Auch das führt zu einem Bruch von diesem dämonisierten Bild von Israel. Und was auch noch dazu kommt, über die Identitäten von den Minderheiten, beispielsweise der Kurden, die sehr unter der Arabisierung schon sehr lange gelitten haben. Und insbesondere auch in Syrien und auch im Irak. In Syrien beispielsweise musste man unter Hafez al-Assad in der Schule jeden Morgen einen Schwur leisten, einen Schuleid leisten, der daran bestand, die Treue zum Regime zu bekunden, die Treue zur arabischen Einheit. Und das ging oft auch gegen die Kurden. Und den Kampf gegen die Muslimbrüderschaft und gegen den zionistischen Imperialismus. Und dazu wurden sie jeden Morgen gezwungen, auch die Kurden, teilweise auch mit dem Prügelstock, wurde mir berichtet. Und da wussten sie aber, das geht auch gegen sie. Und deswegen ist es auch diese Ideologie bei vielen Kurden gebrochen. Das ist ein Beispiel davon. Und es gibt sogar bei einigen, das ist nicht bei allen kurdischen Teilnehmern, war das nicht der Fall, aber bei vielen, eine, kann man schon sagen, Solidarisierung mit dem jüdischen Volk, beziehungsweise eine Parallelisierung zu sagen, das jüdische Volk wurde auch unterdrückt in der Geschichte, wird angefeindet von den arabischen Nachbarn. Also da wird gesehen, dass es
oder wird gedacht, das sind dieselben Feinde. Und es ist eine gewisse Bewunderung für das jüdische Volk und auch für Israel bei einigen kurdischen Interviewpartnern zu verzeichnen, die auch einen eigenen Staat anstreben. Also man muss wirklich genau hingucken, um das Bild dann zu erfassen. Und wie haben sich solche Brüche bei einigen der Befragten dann auf die Dynamik innerhalb der Gruppe ausgewirkt? Ja, wir hatten ja unterschiedliche Gruppen. Wir hatten beispielsweise gemischt arabisch-kurdische Gruppen. Wir hatten rein kurdische Gruppen, rein arabische Gruppen, gemischt Frauen-Männer-Gruppen, Frauengruppen. Und insgesamt das Sample war relativ klein, also das 68 Geflüchtete haben wir in Gruppeninterviews befragt und dann in der zweiten Welle jetzt nochmal 85 Geflüchtete, meisten von denen Einzelinterviews. Aber was wir beobachten konnten, ist, dass beispielsweise kurdische Teilnehmer in Gruppen sich eher dem arabisch-nationalistischen Diskurs auch angepasst haben und wenn sie unter sich waren, dann nicht. Das kann natürlich Zufall gewesen sein von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dann in den Gruppen jeweils waren. Aber das haben wir da feststellen können als Dynamik beispielsweise. Und wir hatten auch einzelne christliche Teilnehmer dabei. Also das ist nochmal eine andere Dynamik der Religion, die auch noch eine Rolle spielt. Also nicht nur der Panarabismus, der stark antisemitisch besetzt ist, in der Vorstellung, was denn die arabische Identität dann ausmacht, wenn es dieser panarabistischen Ideologie entspricht, aber auch die muslimische Identität kann antisemitisch besetzt sein. Und das konnten wir an einzelnen Stereotypen feststellen. Also beispielsweise kam, was sehr häufig bei muslimischen Interviewpartnern, wenn man sie befragt, zu den Einstellungen zu Juden und Jüdinnen vorkommt, ist, dass einige glauben, es gäbe eine immerwährende Feindschaft zwischen Muslimen und Juden. Also die Muslime und die Juden seien Feinde. Immer gewesen, sind es jetzt und werden es immer sein. Und wenn man sich dann als Muslim versteht, steckt man natürlich da drin in dieser Dynamik. Das heißt, die Muslime, wir selber, sind Feinde von den Juden. Und dann kommen viele da auch nicht raus, sondern selbst wenn sie vorher postuliert haben, dass es gut wäre, wenn Christen, Muslime und Juden friedlich zusammenleben, kann es trotzdem von derselben Person diese Auffassung geben, dass es trotzdem eine immerwährende Feindschaft gäbe. Das ist so ein sehr gängiges muslimisches ein Merkmal vom muslimischen Antisemitismus, diese Vorstellung. Ein anderes ist der Fälschung von Schriften, der Vorwurf, dass Juden heilige Schriften gefälscht hätten. Ein großes anderes Merkmal von muslimischem Antisemitismus. Und diese beiden findet man auch, da finden auch Stellen im Koran dazu, in verschiedenen Suren, die so ausgelegt werden können. Also eine Feindschaft gegenüber Juden und auch der Vorwurf der Fälschung. Und der Vorwurf der Fälschung ist, da gibt es, glaube ich, Parallelen zum Christentum anders, also theologische Gründe, wieso dieser Vorwurf aufkommt. Denn wenn man sich den Koran anguckt, sind viele der Storys, sind die Storys des Alten Testaments, aber etwas anders. Dann muss man erklären, wieso sind die denn etwas anders als im Alten Testament. Wenn man sagt, der Koran ist die absolute Wahrheit, das ist das direkte Wort Gottes, dann kann das ja nur die Wahrheit sein. Das heißt, die anderen müssen eine Fälschung sein, auch wenn die vorher entstanden sind. Also das ist so das Zweite, was wir auch gesehen haben, was ab und zu vorkam, dieser Vorwurf. Und der Dritte ist der Vorwurf, die Juden hätten Mohammed versucht zu töten. Und das lässt sich auf Hadithen zurückführen, wo eine Erzählung ist, dass eine jüdische Frau versucht hätte, Mohammed zu vergiften. Aber daraus wird dann gemacht, die Juden hätten versucht, Mohammed zu töten. Also das ist nochmal eine andere Dimension des muslimischen Antisemitismus, die auch nochmal dazukommt. Nicht bei allen, bei einigen. Ein wesentliches Merkmal des modernen Antisemitismus ist ja, dass es sich nicht bloß um eine
feindliche Einstellung gegenüber den Juden als religiöse Minderheit handelt, sondern um ein umfassendes Welterklärungsmuster. Inwieweit haben in den Interviews Antisemitismus und Verschwörungstheorien als systematische Weise, sich die Vorgänge in der Welt zu erklären, eine Rolle gespielt? Die Verschwörungstheorien, das hat mich eigentlich am meisten gewundert bei den Interviews, sind sehr weit verbreitet. Meistens sind sie, stecken dann, wenn man nachhakt, Juden dahinter in dem imaginierten Weltverschwörungsweltbild. Und es wird auch angewendet auf Alltagssituationen. Das heißt, da ist dieses antisemitische Weltbild schon sehr weit fortgeschritten, dass man sich den Alltag antisemitisch erklärt durch Verschwörung. Also was ein großes Thema da war, war, was sind wie die Ursachen des Krieges im Irak, in Afghanistan, in Syrien erklärt werden. Und da gibt es viele, die versuchen, die komplexe Situation mit den verschiedenen Akteuren, die da halt sind, zu erklären. Aber oft, das hat mich wirklich gewundert, oft, selbst beim Nachhaken, dass das ja, dass da gewisse Widersprüche gibt, wird erklärt, dass Israel dahinter stecke, hinter den ganzen Kriegen in den Ländern, in Syrien und im Irak, in Afghanistan. Und zwar mit dem Argument, dass Israel es geschafft habe, die verschiedenen Akteure so gegeneinander auszuspielen, und dass ja dass davon ja Israel profitieren würde, wenn die sich da alle gegenseitig bekriegen. Also das war zum größeren Weltbild. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man sich so die Geschichte des eigenen Landes auch erklärt. Das ist da ein Problem. Und wenn man dann aber auch hier hinkommt und sich Sachen erklärt, wie ob man eine Wohnung bekommt oder nicht, ob das mit Juden zusammenhängt, ob man versucht, einen jüdischen Anwalt zu bekommen, auch wenn das dann positiv, das Stereotyp, ausgelegt wird, versucht, einen jüdischen Anwalt zu bekommen, weil der ja dann so viel Einfluss hat, dass der Asylprozess gut läuft. Dann hilft das natürlich nicht, die Dinge hier zu verstehen, und ist sozusagen auch ein Hindernis, dieses verschwörungstheoretische Denken, ist ein Hindernis für die eigene Entwicklung und sich hier zurechtzufinden. Und das hat mich sehr schockiert bei vielen, dass es dieses Weltbild gab. Ja. Übergreifend ist Ihre Studie natürlich auch ein Beitrag zu der Frage, die oft gestellt wird, ob es einen neuen Antisemitismus in Deutschland gibt. Dazu möchte ich Ihnen gerne ein Zitat von Wolfgang Wenz vorlesen. Und zwar sagt er: Nein, es gibt hier keinen neuen Antisemitismus. Es ist der alte, der Bodensatz in der Gesellschaft. Der wird nicht schlimmer, aber es ist schlimm genug, dass es ihn überhaupt gibt. Wie würden Sie das im Hinblick auf die Ergebnisse Ihrer Studie bewerten? Ja, also mit dem neuen Antisemitismus, ich glaube schon seit den 70er Jahren wird der Begriff immer wieder verwendet, der neue Antisemitismus. Der ist manchmal etwas unglücklich, weil er halt dann, wenn er seit den 70er Jahren ist, dann ja so neu doch wieder nicht ist. Was damit oft gemeint wird, ist ein Antisemitismus, der sich anders äußert und auch von anderen Gruppen getragen wird. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Also seit, nicht erst seit den 70er Jahren, eigentlich schon sehr viel früher, mit vor allem der sowjetischen Propaganda, ist Antizionismus ein starker Bestandteil des Antisemitismus geworden, des Angriffe gegen Juden. Und das hat sich nur sehr stärker verbreitet, hier auch in Deutschland, seit den 70er Jahren in erst linken Gruppierungen, aber auch, wie man heute sieht, weit in den Mainstream hinein und auch in rechten Kreisen wird Antizionismus ja auch teilweise propagiert. Also da ist eine Dimension drin, wo man sieht, das hat sich verändert. Das ist nicht mehr der rassistische Antisemitismus, den viele mit der Nazizeit in Verbindung bringen. Auch wenn man bei der Nazizeit genauer hinguckt, ging es auch nicht nur um Rasse,
beim Antisemitismus, aber das war ein sehr starkes Element und das ist heute nicht mehr so. Da, in dem Sinn ist es etwas anderes als der Nazi-Antisemitismus. Und die Trägergruppen sind, verschieben sich auch immer wieder. Und es ist, alle Studien, die sich damit mit empirischem Material befasst haben, stellen fest, dass es unter Muslimen einen erhöhten Antisemitismus gibt, dass sie überproportional beteiligt sind an Angriffen gegen Juden. In Frankreich hat man da Zahlen, in Großbritannien hat man Zahlen, in Deutschland hat man nach wie vor eigentlich keine Zahlen darüber und die werden bisher noch so kleingeredet. Ein paar Zahlen gibt es aus Berlin, wo gesehen wird, dass der, wo Statistiken zeigen, dass Muslime stärker an antisemitischen Angriffen beteiligt sind als oder überproportional daran beteiligt sind. In Deutschland wird immer mit der Zahl hantiert, 95% oder so der antisemitischen Vorfälle, strafrechtlich relevanten antisemitischen Vorfälle, seien von rechts. Das hängt aber damit zusammen, wie die eingeordnet werden. Also wenn die Polizei nicht weiß, wer ein Hakenkreuz gemacht hat, dann ist das von rechts. Das ist einfach, so werden die erfasst. Und diese Statistiken dann dazu zu nehmen, zu sagen, das ist, es gäbe da keine muslimischen antisemitischen Täter, ist... ist falsch. Ja. Also insofern, der neue Antisemitismus, es gibt auf jeden Fall eine in Deutschland neuere Tätergruppe. Seit etwa knapp 20 Jahren sind die 15 Jahren deutlich in Erscheinung getreten. Antisemitische, muslimische Täterinnen und Täter, vor allem Täter, junge Täter. Und das ist in dem Sinne neu. Und der Antizionismus ist auch vergleichsweise neu. Und lassen sich durch die Interviews Rückschlüsse darauf ziehen, inwieweit es Wechselwirkungen geben könnte zwischen dem Antisemitismus, den Geflüchtete mitbringen, und dem Antisemitismus von deutschen Staatsbürgern, die hier schon länger wohnen? Ja, was ich jetzt in der zweiten Welle interessant fand, wir hatten dann auch mit Leuten geredet, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, entweder Seminare machen oder in der Verwaltung mit Flüchtlingen sorgen dafür, dass die Unterkünfte bekommen und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass viele von denen, die sensibilisiert waren zum Thema Antisemitismus, denen das sehr wohl aufgefallen ist, dass es da Antisemitismus gibt oder auch die vielleicht selber aus Syrien stammen. Wir haben mit einem Integrationsbeauftragten, der stammt aus Syrien, in Greifswald geredet. Der war sich dem sehr bewusst, aber wenn man das nicht anspricht, oder dann fällt einem das auch nicht auf, dass es da Probleme gibt. Der sehr offen geäußerte Antisemitismus wird von den allermeisten Menschen in Deutschland nicht akzeptiert. Wenn er sich in Schulklassen geäußert wird, dann wird oft zwar weggesehen, aber es wird nicht für gut, es wird nicht gefördert normalerweise. Wenn jemand Jude als Schimpfwort benutzt, wird es normalerweise von Lehrern nicht gefördert, auch wenn zu viele noch da wegsehen. Aber wenn er sich etwas anders äußert über den Antizionismus darüber, dann kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Und dann, was in Deutschland sehr stark ist, das ist ein sehr, wie soll man das sagen, es ist eine Einstellung, die vielleicht die Migranten oder auch wenn sie gar nicht mehr Migranten sind, aus in der zweiten, dritten Generation, nicht ernst nimmt, wenn immer gesagt wird, wenn antisemitische Äußerungen kommen. Ja, aber die Muslime haben ja auch über den Ostkonflikt selbstverständlich, natürlich, ein Problem mit Juden, das müssen wir verstehen. Dass da schon antisemitische, in dieser Argumentation antisemitische Stereotype schon drinstecken oder dass es in sich nicht schlüssig ist, nimmt dem nichts. Das wird immer noch sehr oft nicht nur so gesagt, sondern auch
in Handlung umgesetzt. Das heißt, der Antisemitismus unter Migranten und speziell unter Muslimen wird nicht ernst genommen und es wird auch gar nicht als solches dann problematisiert. Und umso weniger, je mehr er sich antizionistisch äußert. Das können wir in den Interviews nicht so feststellen, aber das ist meine Sorge, dass sich dann in vielen Konstellationen, wie in der Schule, dass der vorhandene Antisemitismus etwas umgelenkt wird auf den Antizionismus, aber darüber selbstverständlich, wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, Jüdinnen und Juden trifft. Und was bedeuten diese Erkenntnisse für die zukünftigen Integrationskonzepte? Also was würden Sie daraus für pragmatische Schlüsse ziehen, was man anders machen kann als bisher? Ja, also ich denke, dass es das genaue Hingucken ist, wie überall eigentlich, erforderlich. Und die Leute ernst zu nehmen in dem, was sie sagen und das auch zu problematisieren. Denn viele, also das ist dieses paternalistische Herangehen, zu sagen, ja, die müssen ja so eine Einstellung haben, ist wie gesagt, paternalistisch und es trifft auch nicht den, und wird den Menschen nicht gerecht. Viele, wo, in den Interviews haben ja auch viele gesagt, ja, wir würden ja auch gerne mehr wissen, was denn die Werte sind in dieser Gesellschaft, was die Vorstellungen sind, haben aber oft nicht die Auseinandersetzung. Also niemand hinterfragt kritisch, was sie denn denken. Und da sind sehr viele sehr offen für, denke ich, oder das muss man zumindest fordern. Und da gibt es durchaus Chancen und das wird auch ja teilweise gemacht, aber es müsste viel mehr gemacht werden. In der Bildungsarbeit, auch gerade in der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit, ist es häufig umstritten, ob man einerseits gerade eben zielgruppenorientierte Formate entwickeln sollte für zum Beispiel Flüchtlinge oder Muslime und andererseits die Vorstellung, dass das aber Flüchtlinge zum Beispiel unter Generalverdacht stellt und pauschalisierend und damit auch schon problematisch ist. Wie würden Sie sich da positionieren? Ja, mit dem Pauschalisieren und Generalverdacht. Das gilt generell immer, das sollte man vermeiden, besonders wenn man in der Pädagogik arbeitet, arbeitet man mit den Individuen. Es ist aber total wichtig, dass man weiß, wie die Individuen ticken, damit man überhaupt mit denen gut arbeiten kann. Das heißt, man muss ein gewisses Hintergrundwissen mitbringen. Das kann sich auch entwickeln während der Arbeit, aber das ist wichtig, um die anzusprechen, um bestimmte Stereotype, die halt sehr spezifisch sind, dass man die angeht, dass man die kritisch hinterfragt. Also es macht ja wenig Sinn, an den Zielgruppen völlig vorbeizuarbeiten und Sachen mit denen versuchen zu dekonstruieren, die gar nicht konstruiert sind. Also man muss da schon ansetzen, wo die Menschen sind. Und das gilt da auch. Also klar muss man spezifisch arbeiten. Das ist auch in der Bildungsarbeit generell, wird das ja, also auch in Schulen, machen das vielleicht nicht alle, aber dass man individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Schule den Unterricht ausrichtet auch, das ist, also so funktioniert normalerweise Pädagogik. Die letzte Frage wäre dann noch, was für Reaktionen Sie auf die Studie bekommen haben oder was wie die Diskussion dann darum lief, als es veröffentlicht wurde. Ja, das ist... Also ich wünsche mir natürlich mehr, dass die Studie im Detail gelesen wird und dass sich die Leute nicht nur daraus die Schlagzeilen rauslesen. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, dass es diskutiert wird, dass es eventuell spezifische Probleme gibt, dass es aber ein sehr diverses Bild ist, dass man halt genau hinschauen muss. Und die Studie hatte ein großes Medienecho, als sie rausgekommen ist im Dezember. Das hat mich natürlich gefreut, dass es diskutiert wird. Ja, ich denke, da müssen noch viel mehr Studien auch gemacht werden. Das ist ja nicht repräsentativ, ist qualitativ. Da denke ich, ist es auch wichtig zu gucken, wenn man gerade sagt, was können denn Handlungsansätze sein, zu gucken, ja, was funktioniert denn überhaupt, wenn man versucht, solche Bilder aufzulösen. Ja, denn also viele, die
ihre Zukunft hier sehen wollen, das ist nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, aus Studien zu Migrationsgeschichten wissen wir, dass wenn Leute erstmal für einige Zeit in einem anderen Land sind, bleiben die meistens dann auch da. Also von den insgesamt in den letzten 3 Jahren 1,5 Millionen, etwas mehr, Geflüchteten, die gekommen sind, von denen sind ja auch nur ein kleiner Teil, die größte Gruppe zwar aus Syrien, aber insgesamt aus Syrien, Afghanistan und Irak vielleicht gerade mal die Hälfte. Aber auch diese Leute, die werden die meisten von denen, auch wenn die CSU oder andere, die am liebsten raushaben wollen, viele von denen, die werden hier bleiben. Und wenn jetzt die Diskussion ist, wie viel lässt man noch rein und nicht, das sind nochmal andere Diskussionen. Die meisten werden hier bleiben. Und wenn die aber eine Perspektive haben wollen, das heißt, die und ihre Kinder werden hier bleiben. Das heißt, wir müssen uns konstruktiv damit auseinandersetzen. Denn die werden Teil der Gesellschaft. Dann ist die Frage nur, wie man das macht. Man kann es entweder durch Abschottung sagen, auch paternalistisch, na, die haben sowieso ihr Problem, wir kümmern uns da nicht darum, das ist deren Sache. Oder man kann sich halt mit den Menschen auseinandersetzen. Und das ist auch ein Teil der notwendigen Integration in einer Demokratie. Also eigentlich gibt es da gar keinen Weg drumherum. Das ist die Frage nur, wie. Okay, danke schön.